Moin, moin, Matrosen. Und hier mit diesem fiesen Haifisch, der unser Floß überfällt, begrüße ich euch zu zwei Noobs saufen ab. Hier sind der Klappi und der Tommy. Tommy ist Hallo. Da oben, der da rumhüpft. Hui. Er hüpft gar nicht. Und ich werde jetzt hier einfach dem Hai ein Schnäppchen schlagen und das, was er kaputt gebissen hat, wieder reparieren. Und wir brauchen ganz viel Holz, Freunde. Wir brauchen ganz viel Holz. Ja, das brauchen wir immer. Aber wir wollten doch jetzt erstmal unsere Haiköder nehmen und uns über Bord stürzen und hier noch an der Insel die Unterwasserwelt leer looten. Ja, stimmt. Was hast du? Hast du denn ja, bitte? Haiköder? Ja, natürlich. Den würde ich jetzt auch auswerfen, sobald du sagst, du bist tauchbereit. Ja, okay. Ich pack mal hier die... Was ist das hier überhaupt? Ein Haiköder. Achso. Ich habe einen schon in der Hand. Den musst du jetzt nicht nehmen. Mach dir nur dein Inventar voll. Oh, und ich bin noch nicht tauchbereit. Ich muss noch mal... Oh, einerseits hier unsere... Kann man diese Plastikhaken irgendwie reparieren? Nee, du kannst gar nichts reparieren. Ja, okay, die gehen halt irgendwann kaputt, ne? Kaputt und dann musst du einen neuen haben. Ja, verstehe. Okay. Wieso? Wieso kann ich das jetzt nicht nachfüllen? Ich raff irgendwie. Aha, jetzt geht's. So, Haiköder ist draußen? Nein, hast du genug getrunken? Ja. Dann schnapp ich mir den noch. Und dann setze ich den Haiköder ab. So, wo ist denn der Hai? Wie sieht er, wie das aussieht? Wie sieht's denn aus? Sieht lustig aus einfach. Komm, schmeiß den Hai mal aus vor die Füße. Ja, ich suche ihn. Wo sind denn seine Füße? Da ist er. Ich glaube, der hat nie Füße gehabt. Okay, er hat ihn. So, was muss ich hier überhaupt sammeln? Mit dem Haken kannst du relativ viel von dem, was am Boden liegt, aufsammeln. Ah, ich habe einen Stein gesammelt. Der könnte durchaus wichtig für den nächsten Anker sein. Wobei, Steine hatten wir eigentlich noch relativ gut. Ich habe einmal Schrott gefunden. Schrott ist sehr gut. Lehm und Sand ist im Moment, glaube ich, was uns hilft. Ja, ich guck mal, ob ich was finde. Fuck. Jetzt habe ich mich mit dem Sauerstoff verkalkuliert. Wie weit kann ich denn runter überhaupt? Hat, glaube ich, kein Ende. Echt? Aber achte auf deinen Sauerstoff. Ui, 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 ui. Genau. Ui, ui. Aber der verreckt doch nicht sofort, oder? Nein, aber es kostet halt Lebenspunkte. Uiuiui, ja, ich verstehe. Ich muss mal runter, ich habe Metallerz gefunden da unten. Oh, also ein Metallerz habe ich gerade schon abgemacht. Okay, dann war das dasselbe. Also ein einzelnes. Ja, ja, da war noch eins unten. Also. Da ist noch ein bisschen Schrott. Oh ja. Ich habe einmal Kupfer. Ich habe zweimal Kupfer. Etchi Batch. Ja, ich hole noch ein zweites gleich hoch. Der Hai! Ah, okay, ist er wieder frei. Hast du das Gefühl, hier liegt noch so viel wertvolles Zeugs? Ja, wir haben schon so ein bisschen Zeug da noch da unten. Also ich habe jetzt hier, was habe ich noch hochgeholt? Ich muss mal gerade gucken, was ich hier habe. Ich habe zweimal Kupfer. Zweimal Kupfer kann da drin in die zweite Kiste von links. Ja. Ich meine, wir können hier noch eine dritte hinbauen dann, ne? So ist es nicht. Beziehungsweise könnte man dann da vielleicht eine Holzkiste hinbauen. Seetang? Ich habe doch hier vorne noch irgendwo Seetang gehabt. Warte mal. Nee, Seetang gehört auch hier in die zweite von links rein, weil man das nachher brennen kann.
Da kriegt man dann diesen Glibber draus. Ah, so. Verstehe. Verstehe. So, da wollte ich noch ein bisschen was beraten hier. Naja, haben nichts mehr. Alles schon gebraten? Also von dem, was in der Kiste liegt, ist alles schon gebraten. Es ist quasi nichts Bratbares mehr übrig. Ach so, der passt da nicht hin, ne? Ah, verstehe. Genau, da brauchen wir einen größeren Grill später. Dazu brauchen wir den größeren Dings irgendwie. Verstehe. Du hast nicht zufällig Lehm oder so gefunden? Nee, leider nicht. Dafür muss ich nochmal runter. Also du wirst ernst machen und wirst nochmal runter? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich einfach mal starten und einfach mal weiter paddeln. Vielleicht, ich muss Holz sammeln und will das Schiffchen bauen. Ja, dann... Ich habe da ganz viele Ideen. Dann lass uns das doch tun. Dann hole ich den Anker ein, ja? Ja. Und das ist eine sehr gute Idee, mein Freund. Und dann geht's auch schon los. Wir fahren. Ja, so. Wir fahren. Ja, ich würde gerne irgendwie mal Holz schlagen gehen irgendwo. Also die nächste Insel wäre ich gern bereit, auch mal Holz schlagen zu gehen. Hast du denn eine... Ich habe jetzt mittlerweile eine Axt, ja. Na gut, dann darfst du mitmachen. Juhu. Anders nicht. Hab ich ein Glück. Mhm. Aber hallo. Huch. Da wollte ich hin. Ich hoffe, du paddelst nicht. Ich paddel nicht, ne. Warum? Weil ich gern das Fenster haben will. Funktioniert's ja. Ich muss da ja die Komplettlösung drin. Ich habe gerade mal wieder ein Hai abgewehrt. Aber er ist nicht gestorben. Der doof. Der Lümmel. Ich krieg das Ding. So, ich hab das fast. So, und ich möchte gerne... Wir brauchen mehr Netze. Klavi. Wo konnte ich die denn bauen? Wenn du auf I gehst und dann auf... Auf I? Auf I. Und dann auf die Kiste. Ach, das musste ich so bauen. Oh, da ist ein Fass an uns vorbeigeschwommen. Nein, schwimmt noch an uns vorbei. Hä, wohin treiben wir denn? Na gut, das ist quasi weg. Ach so, muss ich die bauen. Das heißt, ich brauche die Dinge, da brauche ich Seile. Also ich brauche 8 Seile für ein Sammelnetz. Ah ja, das ist Netz. Und wie kann ich ein Seil herstellen? Aus den grünen Blättern? Aus Palmenblättern. Haben wir Palmenblätter noch hier rumfliegen irgendwo? In den Kisten sind massig Palmenblätter noch drin. Oh. Ah, super. Dann baue ich da mal ganz viel... Ech. Ganz viel Seile draus. Weil wir brauchen nämlich jetzt ganz viel von diesen Sammelnetzen. Ich habe da was vor, Klabi. So, du weißt, dass du das Floß immer noch nicht drehen kannst. Also wenn wir an eine Insel stoßen, dann dreht es ja so zufälligerweise seine Richtung. Ja, sei nicht so pessimistisch. Nee, es geht, es ist einfach nicht reinprogrammiert ins Spiel. Man kann es nicht drehen. Also du wirst nie entscheiden können, wo vorne ist und sagen, vorne sind dann ganz viele Sammelnetze oder so. Ich will ja ringsrum bauen. Wenn du die Sammelnetze nach außen machst, werden die halt vom Hai gefressen.
Das Ja, die sollen heißt, ja nicht komplett nach außen. genau, das heißt, so wie es jetzt ist, Na, ich will nur deinen. Wann stirbten die? Diese Möwe mal. Ja, die haben die Hitpoints der Möwe haben sie erhöht, haben sie im letzten Developer-Update geschrieben. Die alten Lumpen. Ja, dafür haben wir jetzt ja Pfeil und Bogen, mit dem wir auf die Möwen schießen können. Und die sollen ja nicht nach einem Schuss gleich tot sein. Die alten Lümmel. Das klang eben wieder so, als ob wir irgendwas verloren haben. Du hast was Kann verloren. es sein, dass du voll bist? Nee. Okay. Ich bin nicht voll. So, und jetzt bauen wir hier das Sammelnetz. So, das erste Sammelnetz. So, was meinst du, wie rum? Ich glaube, das ist ziemlich egal. Ja, meinst du? Ja. Dann So, bauen wir ich so gehe die jetzt die nächste Möwe hin. töten. Ja, Ah! wir brauchen. Und hab mein Speer ist kaputt. Dann töte ich die Möwe natürlich nicht. Floß voraus. Ich gehe rudern. Ich paddel schon. Wobei, ja, das ist jetzt natürlich fies, weil hier sind auch zwei Fässer. Ich versuche mal, die noch zu kriegen. Fuck, du ruderst zu Die sehr. kommen wieder. Die kommen wieder. Nee, nicht wirklich. Es kommen nur neue. Manchmal. Das meine ich auch. Okay, Das meinte ich doch, Klabi. Das meinte ich doch. dann hüpfe ich auf das Floß, wenn du nah genug rangerudert bist. Weil du musst dann unter Umständen weiter rudern. Sammle aber echt nur gutes Zeug, ne? Ich sammle alles. Hier gibt's nur gutes Zeug. Du bist zu schwer, Klabi, du bist zu fett. Du Du gehst könntest runter. mal den Hai töten, der da an deinem Schiff dran knabbert. Bist zu Guck mal, fett. da sind zwei Fässer. Komm. Komm, wir sammeln die Fässer. Ist der Hai tot? Nee, aber das Floß ist kaputt. Das repariere ich gleich. Guck mal, jetzt hast du hier hast du ein Netz, was der Hai schnappen könnte, so wie es Ja, gebaut ist. ich baue ja gleich drumherum. Okay. Komm, das Fass kriegen wir noch. Oder auch nicht. Doch, das kriegen wir. Was Wo ist das passiert? Floß? Hier? Ich komme, Klammi, ich Was komme. ist los? Wieso bist du da hinten im Wasser? Ich wollte das Fass holen. Ja. Boah, das sieht fies aus, wenn der Hai dich beißt. Oh Gott. Puh. Der ist aus der Tiefe hochgeschossen gekommen. Ja, das muss ich mir mal. Dann habe ich ja endlich mal einen Grund, in deinen Let's Plays reinzugucken. Hohoho, du Lump. Endlich habe ich dann auch mal einen Grund, bei dir reinzuschauen. So richtig böse, weißt du? Ja, ich merk's grad, Tom. Ach ja, weißt du, was ich gefunden habe? Ich habe Glas und ein Scharnier gefunden. Und ich werde das Cool. Scharnier jetzt aber mal in den Forschungstisch legen, wenn es da Mach nicht schon mal. drin lag. Das ist natürlich cool. Das Vielleicht haben wir dann auch mal die. Scharnier ist schon erforscht und das Glas hat uns jetzt. Das ist sehr, sehr gut. Das hat uns jetzt nämlich den. Ach so, aber dafür ist es weg. Also wir können, wenn wir nochmal Glas finden, jetzt den Solar-Destillierapparat bauen. Geil. Ja, und ansonsten
Müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir eine große Kiste wollen. Die braucht, kostet nämlich ein Scharnier. Oder ob wir... Zeig dir mir, das ist wenigstens an. Was ein Scharnier? Nee. Was kann man mit dem Scharnier noch machen? Ich glaube, man kann auch ein großes Beet machen. Wir könnten auch ein großes Beet könnten wir auch bauen. Wo man dann einen Baum drin pflanzen kann. Oh ja, dann lass mal lieber das bauen. Aber wir bauen es mal noch nicht, weil wir wissen nämlich noch nicht, wo es hin, wo wir den Baum dann hinbauen wollen. Ich würde nämlich gern oben die Bäume hinbauen, aber soweit bin ich noch nicht. Das hintere Deck, wo dann der Baum drauf soll, das ist dann quasi... Hast du schon eine Idee, wo der... wo ein Segel hin könnte? Ja. Dem Tommy ist zu heiß, der geht gerade ständig baden. Ja, war ja auch heute am geschwimmten Fass, Klabbi. Wo? Ja, komme. Haha. Nee, du bist mal hier echt so ein Kameradenschwein. Komm schnell, ich brauch Hilfe. Klabbi springt ins Wasser. Ach doch nicht. Hier schwimmt ein Fass. Oh, ich hol's selber. Naja. So, wir brauchen wieder Seile. So. Okay, haben wir denn? Ich guck mal gerade. Machen wir nämlich hier die neuen. Wir brauchen ganz viel Holz, wir brauchen ganz viel dies, wir brauchen ganz viel das. Das ist ein ganz langsames Spiel, Tommy, das geht nicht so. Wir brauchen ganz viel und dann ist... Das geht mir zu langsam, glaube ich. Ja, das ist so ein meditatives Spiel eher. Das ist nicht so für die Hektiker. Wobei ich bin gar nicht hektisch, ich bin doch gar nicht hektisch. Wo bin ich denn hektisch? Wobei das halt echt... ich das sehr spannend finde, wie viele verschiedene, ich sag mal, Spielgeschwindigkeiten sie hier eingebaut haben. Findest du? Ja. Also ich meine, ich bin ja sowieso so oft ungeduldig. Das muss ich ja zugeben. Okay. Am liebsten würde ich alles gleich bauen. Alles gleichzeitig. Da würden die Entwickler dir jetzt wahrscheinlich sagen, es gibt auch einen Kreativmodus. Ja, aber der ist ja doof, weil dann hast du ja irgendwann alles. Ich will alles bauen, aber das ist ja doof, dann hast du alles. Du bist toll. Du weißt, wie ich meine. Ja, du wirst alles dir erarbeitet haben, aber es soll nicht so lang dauern. Ja, genau. Das finde ich halt wichtig. Man muss alles irgendwie selbst erarbeitet haben. Jetzt habe ich das Fass verpasst. Oh, und bin geschwächt. Mal sehen, ob ich das noch krieg. Nein! Da hinten kommt eine Insel oder ein Riff oder sowas. Ja dann, nix mehr hin. Ich finde es halt wirklich rein vom pädagogischen Wert her sehr wichtig, dass man in sich in solchen Spielen das alles selber erarbeitet und dann halt davon profitiert, dass man halt sich alles erarbeitet hat und nicht immer so im Kreativmodus. Ist zwar geil, ja, aber das auszuprobieren. Kreativmodus finde ich auch. Also ich bin halt nicht so der, ich war schon bei Minecraft nicht der große Erbauer. Das reizt mich gar nicht im Kreativmodus. Also dafür finde ich es dann wieder grafisch nicht schön genug, um zu sagen,
ich stelle mich da stundenlang hin und baue irgendwelche Riesenflöße. Also die hatten jetzt neulich so eine Challenge, wo sie gesagt hatten, liebe Leute, schickt uns eure, also Fotos von euren tollsten Bauten. Aber das prickelt mich gar nicht an. So, jetzt ist die Frage, wollen wir... Also, wir kommen jetzt quasi in eine Insel ohne Bäume. Aber die Unterwasserwelt, die gibt es. Wollen wir da mal auf Tauchstation gehen? Ach, da gibt es gar kein Holz, ne? Genau. Ist ja doof. Aber ich habe ein, zwei Planken. Also mein langfristiges Ziel ist es, diese Netze einmal ringsrum zu bauen. Das sieht vielleicht schön aus, ist aber nicht so arg effizient. Das halte ich für ein Gerücht. Also, doch, ja. Kreativmodus, genau, das haben wir nämlich probiert und wir konnten uns vor lauter Ressourcen nämlich gar nicht mehr retten. Ja, aber dafür brauchst du sie nicht drumherum bauen. Da reicht es, wenn du sie in zwei Seiten hast. Nein! Doch. Glaubst du, es sind jetzt zwei Haie? Oh, hier ist ein... Hier ist eine... Hab ich gerade zwei Haie gesehen? Hier ist ein Gebäude unter Wasser. Was? Wo bist denn du? Unter Wasser. Ja, scheiße. Da, wo jetzt gleich die... die eine Box nach oben getrieben kommt. Wo ist denn die Box? Vielleicht ist er irgendwo hängen geblieben. Hier ist die Box. Wo bist denn du? Hier. Und da ist, weil ich voll bin, jetzt auch die Box. Naja, jetzt habe ich es auch gesehen. Aber wo ist hier ein Gebäude? Da, wo die Box hochgetrieben ist, unter Wasser. Ach, Tatsache. Hast du was gefunden? Ja, ich habe es auch mitgenommen. Deswegen ist es jetzt nicht mehr da. Aber krass. Wie cool war das? Das ist, ja, das hat was. Irgendwann killt mich der Hai. Das hat er vor. Das ist sein erklärtes Ziel. Der Arsch. Ist er gerade bei dir irgendwo drüben? Ach komm, ich bin gesund. Ich gehe nochmal runter und hole hier noch den Lehm. Ja, einmal kannst du dir eine Schelle abholen. Das passt schon. Hallo, hi. Schön, dass du mich gebissen hast. Aber du warst zu langsam. Nee, er hat mich gebissen. Nein, um dich final zu erledigen. Das macht er jetzt. Oh ja, jetzt hat er mich ziemlich gebissen. So. Wie viele Ziegeln haben wir denn? Warum haben wir erst drei Ziegeln? Hast du noch Ziegeln irgendwo in der Tasche? Nee. Seltsam. Tatsächlich nicht. Also eine rohe Kartoffel hat so ziemlich keinen Nährwert, ne? Relativ wenig, glaube ich, ja. So, das heißt, wir bauen dann erstmal hier die Seiten aus. So, kann ich hier noch was beitragen? Die Planken nehme ich mir mal raus. Das Kunststoff brauche ich und die Sachen brauche ich. Kann ich noch was beitragen? Die Planken nehme ich mir mal raus. Nee, du weißt, was ich meine. Ja, du baust ja auch wunderschöne Sachen. Ja, deswegen. Ich bin sehr kreativ heute Abend. Ich merk's. Ich bin voller Tatendrang. So,
Oh. Ja, ich finde es halt wichtig, dass wir auch hier die ganzen Planken irgendwie. Jetzt wäre ich hier beinahe ins Loch reingefallen. Ja, da ist noch ein Loch, da musst du aufpassen. Danke für die Warnung. Sammelnetze, brauche ich Seile, also Seile und Nägel. Hast du noch Nägel? Liegt in irgendeiner Kiste, liegen noch Nägel drin. Ja, super. Und da habe ich die im Inventar. Einen Nagel habe ich zur Not noch im Inventar. Müssen wir nochmal neue Nägel irgendwie. Kann ich einen Nagel bauen? Ach, aus Schrott? Genau, Nägel geht. Verrückt. Und da war jetzt zum Glück eben jemand unter Wasser, der dir massig an Schrott mitgebracht hat. Sehr gut, Klabbi, du bist ein guter Mann. Ich hoffe es. Wo ist meine Angel? Auch hinüber. Alles hinüber, alles kaputt. Oder ist die da eben dann irgendwann über Wasser geschwebt, auf dem Wasser geschwommen in einer Kiste? Und wir haben sie nicht eingesammelt. Mist. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle sind hier die Netze. Die machen sich schon irgendwie bezahlt. Ja, natürlich. Also, wobei ich glaube halt, dass das drumrum nicht nötig ist. Weil dann hast du in der Schwimmbahn von einem Gegenstand hast du zwei Netze. Und da wird sich nur in einem verfangen. Ja, es ist halt wichtig, dass du viel, dass du dich dann irgendwann ja auch mit anderen Sachen beschäftigen musst. Du kannst dich nicht ja nur mit, nicht nur mit, Zum Beispiel mit dem Hai, der wo auch immer. Reparierst du? Ja. Also. Puh. So, weil einmal... Haben wir jetzt noch Nägel und wir brauchen noch einmal Seil und dann haben wir nämlich hier hinten fertig. Ein Seil brauche ich jetzt noch. Dazu brauche ich Blätter. Jetzt schwimmen natürlich keine Blätter. Haben wir noch Blätter? Bestimmt in irgendeiner der Kisten. Dann gucke ich nochmal, weil hier ist nämlich jetzt noch ein Ding frei. Das will ich gleich. Oh, und da hinten ist ein Floß. Dann müssen wir holen. Ich ruder schon. Ja, okay. Ich ruder ein Stück mit noch, solange mein. Okay, ist kaputt. Dann wirst ich springe, ich spring dann gleich rüber, ja? Ich wäre auch wieder 100% gesund. Aber da müsstest du dir schnell noch ein Ruder bauen. Wie du willst. Okay, alles gut, ich hüpfe gleich rüber, ich hüpfe dann gleich. Cool, wir haben zwei Scharniere sogar. Mann, und das wird schon wieder eine überlange Folge. Ja, es wird eine Floßholfolge. Ja, na gut, das ist ja doof jetzt, aber ist ja, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Ich mach mich bereit. Ich mampf dann mal die Zwiebel. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich paddel dem hinterher und das fährt vor uns weg. Nee, du paddelst nicht richtig. Ich paddel nicht richtig. Du kannst mir mal im Dunkeln begegnen. Glaub, das mache ich doch fast immer. Paddel nicht richtig. Wenn ich richtig paddel, driftet es nach links weg. Also paddel ich links dran vorbei. Aber du musst jetzt springen, Tommy. Ich habe kaum noch Ruder. Kaum noch Paddel. Oh. Komm zurück, mein Paddel ist fast kaputt. Wo bist denn du? Hier? Oh oh, der Hai hat mich gleich. Nein! 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 Was habe ich denn gesammelt? Ich habe ein Scharnier gesammelt. Und in dem Moment ist mein Paddel kaputt gegangen, als du an Bord gesprungen bist. Und ich bin hinten in dein Loch reingefallen. Ja, das muss ich jetzt mal zumachen. Ja, ich bitte darum. Aber jetzt habe ich meine... jetzt sage ich es. Aber das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge, oder? Ja, aber dann als erstes, bitte. Dann als erstes und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs dabei sein. Bis zur nächsten Folge hier auf Two Crazy Games und Klabautermann LP bei Raft. Ja, macht das gut. Ciao!